Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Geht aus taktischen Gründen hierher, denn sie wollten am Stadtrandag Nachwuchs rekrutieren. Die 1995 verbotene neonazistische Partei Nationale Liste, zu deren Führungskadern heute Vorsitzende der Bergedorfer MPD Thomas Steiner-Wulff und der Chef der Splitterpartei Die Rechte Christian Worf gehörten, unterhielt ihre Zentrale in einer Privatwohnung Wulff im Bergedorf Lohbrügge. Gewalttaten und Anschläge waren nicht selten. Es gab in diesen Jahren mehrere Anschläge auf ein linkes Jugendzentrum. Ebenso wie auf viele linke Veranstaltungen, zum Beispiel der Gedenkfeier für ehemals ZwangsarbeiterInnen 2012. Danach gab es mehrere rechte Proteste gegen eine geplante Moschee im Bergedorfer Raum. Dies alles ist aber nicht verwunderlich. Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes seien 15 bis 20 von 160 gewalttätigen Hamburger Rechtsextremistinnen im Bergedorf ansässig. Dazu zählen auch nicht deren inneren Kreise. Seit 2019 ist ein Kleingartenverein bekannt. Welcher sich von einer Übernahme durch rechtsextreme Strukturen fürchtet. Laut einem anonymen Schreiben werden dort Reichskriegsflaggen gehisst und Gärten von Leuten, die angeblich nicht deutsch genug wären, verwüstet. Hitlergrüße und Thorsteiner-Klamotten gehören dort zum guten Umgangston. Die Sorge ist groß, da Kleingartenvereine gerne von Rechten für geheime Treffen genutzt werden. So wurden schon öfter Veranstaltungen von Rechten in diesen aufgelöst. Hier, außerhalb der Szene-Kiste, ist die Bedrohung von Rechts also alltäglich. Deswegen sind wir hier, um den Faschus zu zeigen, dass wir ihm keinen Millimeter Platz lassen. Also wie immer, kein Vergeben, kein Vergessen, Nazis haben Namen und Adressen. Gegen den Faschismus, alle zusammen! Gegen den Faschismus! Wir alle, liebe Bergedorferinnen, wir
sind hier, weil wir die braune Scheiße hier satt haben. Überall tauchen Sticker auf mit irgendeiner rechten Scheiße. Und das nehmen wir nicht mehr hin. Und deswegen kämpfen wir, um den Faschismus aus Bergedorf zu vertreiben. Dankeschön.
Widerstand, es gibt kein ruhiges Hinterland. Widerstand, es gibt kein ruhiges Hinterland. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Deutschland und für den anderen Schiffsbus! Ganz Hamburg hasst die AfD! 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 Antifaschista! Antifaschista!